Und wieder ein PvP in der Silberliga auf Star Station. Machen wir Folgendes: Wir scouten direkt nach dem Gate. Wichtig ist auch hier, Base ist riesengroß. Base abscouten oben rechts in der Ecke. Es kann Pylon versteckt werden. Ist also sehr, sehr beliebt für Proxy Gates oder Cannon Rush oder so. Und halt auch mal die Ränder scouten an deiner Rampe. Viele bauen die Cannons dann unten hin, so dass du nicht die Rampe runterlaufen kannst, ohne dass das von Cannons beschossen wird. Sobald du die APM frei hast, nochmal scouten gehen. Oder einfach die Probe verfolgen. Einfach die Probe verfolgen. Die Probe ist inzwischen weg. So, okay, ja, Entschuldigung. Dann nochmal einfach scouten. Natural Base, Rampe. Ja, noch kein Gas. Hat bisher ein Gate, das gerade was produziert. Dann geh mal zu seiner Natural und schau, wann er den Nexus eventuell baut. Wir spielen ganz normal. Hast du auf seinen Nexus geklickt für Chrono Boost? Nö, der war niedrig. Okay. Nur zur Info für euch Leute da draußen, das ist jetzt schon wieder 10 Sekunden her, aber wenn euer Pylon angegriffen wird, die Schilde können ruhig runtergehen. Da muss man jetzt nicht irgendwie wild drauf reagieren. Und wenn Zealot in Produktion ist, dann handelt er das schon. Selbst wenn der Pylon irgendwie ein paar Strukturpunkte verliert, ist das auch kein Problem. Baut man einfach relativ schnell einen zweiten Pylon dahin. Und ja, schaut dann. Zealot müsste scouten gehen, ob da eine Natural gebaut worden ist, und ansonsten müssen wir 4 Cannons adden, so schnell wie möglich. Dann verzögern wir auch die 2 Gas unten. Also im PvP, um es mit Yuffie zu überleben, muss man halt viel scouten. Ganz klar, es geht, aber es ist kein Problem. Genauso wie man ein Foregate als Zerg sehr gut halten kann mit 5 Spine-Crawlern und Lingen. Geht das im PvP genauso. Man muss aber, wir hatten eben nur 2 Cannons, sie waren noch nicht fertig. Und wenn der Push kommt, müssen halt dann die 5 Cannons fertig sein. Dann der Protoss schon Imba Micro haben, um da seine Stalker nicht gegen zu verlieren. Einfach nur scouten und dann Cannons adden. Da sind auf jeden Fall schon 3 Gateways fertig. Gut, dann baue 6 Cannons jetzt als erstes. Deine Zealots solltest du auf jeden Fall behalten. Oder baue 5, weil es vieles Zealots waren. Bau 6 Cannons. Was soll's? Oben eventuell auch noch auf die Rampe. Okay, dein Pylon ist falsch geplaced oben.
den müsste man so bauen, dass man da auch noch eine Cannon hinbauen könnte. Und dann konstant Units aus dem Gate raushauen, am besten Stalker. Mothership Core als nächstes, sobald es geht. Dass wir im Zweifelsfall auch die Nexus Cannon anschmeißen können. Und danach dann die Robo. Noch ein Pylon bauen hinter die Forge irgendwann. Falls wir brauchen ja eh irgendwann Pylons. Weitere Gates adden. Und halt, wie gesagt, Mothership Core habe ich jetzt nicht gesehen, aber ich sag's nur nochmal laut. Und dann ganz normal weiterspielen. Kannst übrigens mit dem, neben Mothership Core sollte, ja, wobei wir könnten damit theoretisch mal scouten gehen, wenn du das möchtest. Weil der im Moment noch nicht genug Energie für eine Overcharge hat. Ich weiß nicht, wie schnell der wieder zu Hause ist, wenn wir ihn brauchen sollen. Ja, das stimmt auch. Ja, nee, da hast recht. Sehr guter Hinweis. Dann jetzt einfach weiter Gates adden und dann töten wir ihn. Wir hören auch bei 17 Probes pro Ecoline auf. Und spielen das Ganze mal als All-In. Weil der Gegner theoretisch das nicht halten können sollte. Du kriegst Overmints. Das, also auf jeden Fall in Pylons und Gates adden. Also das 1000 Overmints sind halt einfach nicht gut. Wegen sowas verliert man Spiele. Und dann rausgehen und beim Gegner einen Proxy Pylon bauen und Gegner töten. Und Roboproduktion. Ja, er kommt da gerade. Wir dann zu Hause bleiben. Aber wie gesagt, wichtig sind die Gates. Ich habe die halt irgendwie nicht gesehen, vielleicht durch Leck oder sonst was. Aber ich glaube nicht, dass du 9 Gates hast. Ne, ich habe 4. Ja, das ist halt. Also wie gesagt, die müssen ungefähr bei 37 alle geaddet werden. ASAP, 9 Gates bauen. Insgesamt 9 Gates. Und nicht so eng aneinander. Warum macht ihr das? Ich die Kretze. Nimm das vierte Gas. Oder reinbauen und jetzt Gegner töten. Ist auch okay. Ich glaube, das reicht auch so. Einfach Zealots reinbauen. Ja, gut. Er geht so schon raus. Okay. Also so sieht man, dass die Cannons halt letztendlich den Push halten. Das hast du auch sehr gut gemacht mit dem, mit der Rampe blocken und so weiter. Das ist ein sehr gutes Ding. Das werde ich auch, wenn ich darf, bei Okko casten. Gerne. In den Lernvideos. Dann sollte ich das vielleicht speichern, ne? Ja. Achso, die anderen Replays hast du mir nicht geschickt. Ah, okay. Das sollten wir jetzt standardmäßig machen. Ich bekomme immer alle Replays von dir. Mhm. Schreib Star Station PvP Aggressive Push oder Three Gate Aggressive Push oder sowas. Und wie viele Cannons hast du gebaut? 6 Cannons? 6, ja. Ja, schreib 6 Cannons, dann kenne ich das.